Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mike und heute fahren wir uns mal einen Gebrauchtwagen angucken. Ich brauche einen Zweitwagen, beziehungsweise ich habe gerade zurzeit gar kein Auto. Ich habe meinen C400 verkauft. Der lacht sich schon kaputt, weil ich mich die ganze Zeit fahren muss. Und auf jeden Fall, ich nehme euch mit. Ich gucke mir als Zweitwagen eine Schrottkiste an, Anführungszeichen. Also, was mir wichtig ist, dass TÜV hat, dass alles funktioniert an dem Fahrzeug, was funktionieren soll, was TÜV-relevant ist. Und ansonsten das Außenkleid ist mir eigentlich scheißegal. Also wie es von außen aussieht, ist mir für mich uninteressant. Vor allem, ich will ein Auto, was wenig verbraucht, wirklich gar nichts. Das so als Daily-Karre und als Erstwagen oder beziehungsweise als Zweitwagen dann in dem Fall suche ich mir was richtig dick ist und darauf kann ich auf jeden Fall gespannt sein. Also es wird auf jeden Fall ein richtig, richtig wildes Auto. Der C400 ist weg. Ich denke mal, das Video, warum ich das Auto verkauft habe, ist schon längst gelaufen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich am Auto wieder. So Leute, da sind wir wieder. Wir sind jetzt auf dem Heimweg. Wir haben uns das Auto gerade angeguckt und es war ein Ford Fiesta. 1,4 Liter Diesel, glaube ich, müsste es gewesen sein. Also es war ein Top-Auto. Was gestört hat, war, dass der zweite Gang immer so komisch eingerastet ist. Er hat immer so ein komisches Geräusch gemacht. Also ich konnte das Auto leider nicht filmen, weil der Typ uns nicht, soll ich sagen, alleine Probe fahren gelassen hat. Da hätte ich das Video gedreht und auf jeden Fall, das Auto sah ganz gut aus. Wir sind beim Preis von 800 gestartet, sind bei 600 gelandet. Aber ich habe noch gesagt, dass ich mir noch überlege, weil letztendlich kann es gut sein, dass ich jetzt ein anderes Auto kriege, was ich filmen kann. Das steht bei mir in der Garage. Und das fahren wir jetzt mal zur Reparatur. Dann sehen wir uns gleich wieder. Also, das Auto steht jetzt bei der Werkstatt. Ich zeige euch mal, um was für ein Auto es geht. Wartet mal, ich muss kurz die Kamera umdrehen. So, das wird mein nächster. Aber ich muss ja noch für zwischendrin noch ein anderes Auto holen. Das ist als Daily. C320 Diesel, 6 Zylinder und 224 PS Serie. Der hat jetzt über 330.000 Kilometer. Und wie ihr sehen könnt, guck mal hier, er verliert komplett Bremsflüssigkeit. Also, das ist wirklich unnormal, dass wahrscheinlich die Bremsleitung durchgerostet. Das muss alles gemacht werden. Da müssen die Bremse vorne gemacht werden. Dann die ganzen Gummis vorne müssen gemacht werden, alles getauscht werden. Und dann ist das Fahrzeug wieder fahrbereit. Also, ich halte euch mal auf dem Laufenden. Also, ein paar Neuigkeiten. Die C-Klasse, wo ich euch eben gezeigt habe, ist kompletter Müll. Also die Bremsleitungen sind komplett durch. Das Auto lohnt sich halt einfach nicht mehr zu reparieren. Man muss viel zu viel daran machen. Man muss halt die ganze Gummi wechseln und am Lenkgetriebe die ganzen Gummis tauschen, Querlenker, Bremse wechseln, alles und dann wird halt locker 1.000, 2.000 Euro kosten. Und das Auto ist halt mehr wert als 1.000 Euro. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum nächsten Auto. Wir schauen uns jetzt den Fiat Punto an. Ich sitze im Ford Fiesta von meiner Freundin. Und wenn der Fiat Punto nicht so geil ist, gehe ich mir noch ein Auto angucken, einen Opel Astra. Und falls das alles nicht klappt, falls die alle mir nicht so gefallen, gehe ich wieder zurück zum Ford Fiesta. Die habe ich euch ja nicht gezeigt, weil der Typ halt die ganze Zeit dabei war. Aber vielleicht kann ich euch die anderen Autos zeigen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. So, mir ist gerade aufgefallen, dass ich gar keine Aufnahme gemacht habe, nachdem ich mir den Fiat Punto angeschaut habe. Auf jeden Fall, das Fahrzeug hatte irgendetwas am Lenkgetriebe gehabt, irgendein Lenkwinkelsensor oder sonst irgendwas, was sehr teuer werden könnte und das Auto war abgemeldet, das heißt, ich konnte es auch nicht Probe fahren. Deshalb habe ich ihm direkt von Anfang an gesagt, dass das Fahrzeug nichts für mich ist und ich das Fahrzeug auf gar keinen Fall kaufen werde. So, dann geht's weiter mit dem Opel Astra. So, also Leute, wir sind jetzt hier angekommen in einer Sackgasse. Ich fahre gerade einen Astra und der ist, also wenn das angeblich ein Rentnerfahrzeug sein soll, dann weiß ich ja auch nicht, weil der fährt sich so schlecht. Nummer eins das, ich zeige ihn euch gleich mal von außen, wenn ich lenke, macht er irgendwelche komischen Geräusche. Also, ja, komm, da hat sogar Fernlichter dran. Also auf jeden Fall, ich fahre gerade in einem Opel Astra, der, ich zeige ihn euch mal gleich von außen, wenn wir hier ein bisschen weiter weg sind. Der fährt komisch, wie ihr es hören könnt. Guck mal. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ah, genau, hat man es gehört. Also erstmal die Radlager. Da hörst du immer, wenn du lenkst, kommt immer so ein, wie soll ich sagen, so ein Knacken. Da hörst du, die Radlager sind im Arsch, die Bremsen sind im Eimer. Wir stellen uns mal jetzt gleich dahin und zeige ich euch mal das von außen, was für Schrottkarren angeboten werden für 1200 Euro. Und ich schwöre es euch, es gibt viel bessere Autos für 500, 600 Euro. Also ich habe euch ja erzählt, schon ganz am Anfang,
dass ich mir ein. Warte, kann man gehen, wir hier kurz anstellen. Oh. Warte mal, vielleicht sehen die uns von hier aus. Da fahren wir ein Stückchen nach vorne noch. Also, auf jeden Fall, das Auto fährt ganz, ganz komisch. Die Bremsen, guck, hört ihr das? Bei jedem Lenken. Das ist krass. Also, das ist auf gar keinen Fall ein Auto für mich, aber ich möchte euch mal zeigen, was manche Leute für Preisvorstellungen haben für ein Auto, was nichts kann. Das Auto fährt, guck mal, es fährt sogar nicht mal geradeaus, pass auf, guck aufs Lenkrad. Ich mache nichts und der bezieht nach rechts. Also die sind auf jeden Fall irgendwo mal aufgeklatscht mit dem Auto, irgendwo rechts auf dem Bordstein oder sonst wo draufgefahren. Ich zeige euch das mal jetzt schnell hier von außen. Also, warte. Wie soll ich sagen? 175.000 Kilometer soll das Fahrzeug haben. Das Auto soll eine Klimaanlage haben, welche nicht funktioniert. Die ist heiß, also macht ganz normal warme Luft. Dann soll das Auto eine Rentnerin gefahren sein. Ich wiederhole, eine Rentnerin. Und hier drin ist ein Shisha-Kopf. Dann ist hier Sonnenbrille von irgendwelchen Jungs. Und ja, wie soll ich sagen, glaub nicht alles, was im Internet steht. Das soll ein Schwachsinn. Jetzt habe ich unnötig wieder Kilometer gemacht, um mir einen Schrotthaufen anzuschauen. Und das erste Auto, was ich mir angeschaut habe, der Ford Fiesta, hat mir am besten gefallen. Und den werde ich auch wahrscheinlich kaufen. Mit dem habe ich einen guten Preis ausgehandelt. Ich frage mal gleich die Jungs, was die für eine Preisvorstellung haben. Dann erzähle ich euch das mal gleich. Und ich zeige euch das Auto jetzt mal noch schnell von außen. Also pass auf, so sieht das Auto von außen aus. Ne? Also vorne sieht man eigentlich ganz gut aus. Ja? Dann beginnt es hier. Das hier ist am Durchrosten. Das ist wirklich am Durchrosten. Hier hat man Kratzer. Alles umdrehen. Die Bremse ist komplett verschlissen. Also ist eigentlich noch in Ordnung, aber die müssen auf jeden Fall gemacht werden. Dann Winterreifen haben wir hier drauf. Im Sommer. Spiegel, alles ist eigentlich so in Ordnung. So sieht das eigentlich ganz in Ordnung aus von außen. Dann haben wir hier nochmal Rost. Das ist noch okay, meiner Meinung nach. Dann hier hinten. Bremsscheiben sind auch komplett weg. Dann gucken wir weiter von hier außen. Da hier Farbunterschied extrem. Das ist aber eigentlich scheißegal für das Geld. Das ist wirklich nicht so schlimm. Aber wenn wir hier weiterschauen, hier fehlt das R und A. Haben wir nur Ast. Dann hier sieht aus, ob er irgendwo dagegen geballert ist. Weil hier ist der, die Heckschuhstange gar nicht mal richtig drauf. Das ist auch brutal am Durchrosten, wie ihr sehen könnt. Hier die Bremsscheibe ist auch komplett weg. Ja, und für so ein Auto wird 1200 Euro verlangt. Und ja, was soll ich sagen? Das Auto werden wir nicht kaufen. Ich zeige euch dann gleich den Fiesta, den wir gleich abholen werden. Also, seid gespannt. Hier gibt es nichts zu sagen. Das Auto ist kompletter Schrotthaufen. Ich biete ihm 300 Euro an, wenn er sagt, dann hole ich das Ding. Was soll ich sagen? Traum, ne? Absolut. Absoluter Traum. Also Jungs, ich muss euch ehrlich sagen, ich kann euch kein faires Angebot machen. Warum? Also was ich anbiete, wie viel wollte ich machen? 1200. Mach dir eins weg. Das biete ich. Mach dir eins weg. Die eins weg. Für 200 Euro. Wie im Leben. Was? So ein Auto kriegst du schon 200 Euro. Und pass auf, wenn du mal einlenkst. Was für Geräusche? Ja klar, aber ich habe das auch erwähnt, du wusstest es ja. Ja, so ich weiß. Die Bremsen sind komplett durch. Also das Auto bremst, ja. Aber die müssen auf jeden Fall gemacht werden. Okay. Kupplung ist auch nicht mehr die beste. Das ist aber normal. Bei solchen Preisen. Da ist sich auch eigentlich gar nicht wirklich kritisch. Aber es ist kritisch, ich weiß nicht, was so ein Auto ist. Das ist ein Auto, fährt auf dem Trend aus, zum Messwerden. Und wenn man bremst, zieht es auch weiter nach rechts. Also, wie gesagt, ich kann euch noch keinen Preis anbieten. Also, sowas hatten wir bis jetzt noch nicht. Wir sind nach Bayern gefahren, zum Glück. Zu meiner Familie in Polen sogar. Also, da haben wir nichts gemerkt. Eigentlich nicht schlimm. Das ist, wie man denkt, das ist ein Beispiel, gar nicht stimmt. Aber es gibt sich noch keine Probleme damit. Ich bin ja immer noch gefahren. Jetzt haben wir das Auto geholt, haben es jetzt ein Jahr gehabt. Ja, ist nichts passiert. Also, für 200 Kilo ist.
5 oder 6. Meine Schmerzensgrenzen waren wirklich 900 Euro. Weil günstiger kann ich das nicht abgeben. Mit einem Jahr TÜV noch 170.000 drauf. 175.000. Nee, dann kann ich nicht. Okay, schade. Aber ich könnte vielleicht maximal 350 oder so gehen. Okay. So viel kosten Autos für den Schrottplatz. Das gehört ja auf jeden Fall nicht dazu. Gut, dann schloss ich mich frei. Also auf jeden Fall, wir waren jetzt gerade dort, ihr habt das Gespräch gehört, das letzte Gespräch, ich war nicht bereit mehr als 200 oder 300 Euro zu geben für das Auto, weil es war halt purer Schrottwagen. Und das, was sie mir erzählt haben, das ist natürlich typisch, da habe ich sie ja angegriffen in der Seele, dass das natürlich ja keine Schrottkarre ist und sowas. Normal, dass die Leute sich dann verteidigen. Auf jeden Fall, ich fahre jetzt gerade zu dem Ford Fiesta, wir werden den mitnehmen. Ich mache noch eine abschließende Probefahrt. Ich frage ihn nochmal, ob ich noch einmal probefahren kann, damit ich sicher gehe, dass das Auto auch das Richtige ist. Es sind 600 Euro, also letztendlich kann man da nicht viel falsch machen. Ne? Aber ja, lieber aufs Bauchgefühl noch hören. Das ist immer ganz wichtig beim Autokauf, aufs Bauchgefühl hören. Bei mir hat das nur einmal funktioniert und der C400 war ja absoluter Schrotthaufen. Also, dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, es sind jetzt auf jeden Fall einige Tage vergangen. Ich habe den Fiesta abgeholt, tatsächlich. Der hat mir noch einen guten Preis gemacht. Also wie gesagt, ich habe das Ding für 600 Euro gekauft. Das Fahrzeug ist schon zugelassen, auf mich angemeldet. Ich habe das Auto auch komplett gewaschen. Ich habe es leider vergessen, ein Bild zu machen oder ein Video zu drehen, wie das Auto vorher aussah. Es sah wirklich sehr, sehr ranzig aus. Ich war direkt bei Mr. Wash. Was ist das denn für ein Scheiß, ein Pickel? Auf jeden Fall habe ich 50 Euro bezahlt für dieses Deluxe-Paket. Und das Auto sieht jetzt eigentlich ganz top da. Ich verkaufe auch das Auto jetzt demnächst wieder. Ich habe das Auto jetzt eine Woche ungefähr. Und ja, die C-Klasse läuft doch. Also das heißt, werden noch einige Videos von der C-Klasse kommen, von dem C320 Diesel. Wir haben das Auto nämlich schon repariert, beziehungsweise reparieren lassen. Die Bremsleitung ist fertig. Dann müssen wir auf jeden Fall noch gucken, was mit dem Bremsen los ist, weil es bei 80 km/h anfängt zu ruckeln im Lenkrad. Und dann wird die andere C-Klasse auf jeden Fall schon mal laufen, die ich euch gezeigt habe. Ne? Also, dann gucken wir uns mal den Fiesta zusammen an. So, da steht er. So sieht er aus. Kennzeichen FU6969. Und wie ihr sehen könnt, Scheinwerfer sind nicht blind. Beide nicht, was typisch ist bei den Dingern. Dann hier Luxus-Alufelgen, die komplett verbogen sind. Profil. Ist nicht da. Dann, was haben wir hier noch an dem Auto? Also hier und da immer irgendwelche Kratzer, aber das juckt ja nicht. Was der Rearflex ist, beziehungsweise sind elektrische Fensterheber. Dann, was haben wir denn hier noch? Wir haben hier ein Kassettenradio, was funktioniert. Aber hier ist irgendwie ein Auskabel drin. Also ich habe hier noch keine einzige Sekunde Musik gehört. Dann, Schiebedach. Schiebedach, genau richtig. Und ansonsten kann man eigentlich schon viel sagen. Hier noch, Kratzer gibt es natürlich inklusive für das Geld. Dann, ja, sowas Kleines überall. Was aber natürlich nichts Wildes ist, das Auto funktioniert, das Auto fährt gut. Der zweite Gang macht ein bisschen Faxen, aber ich denke mal, das liegt an der Kupplung. Und ja, soweit war es das eigentlich. Ah, und was noch ein richtig heftiger Flex ist, das zeige ich euch sofort. War. Das ist der Rearflex. Zentralverriegelung. Das ist einfach der absolute Wahnsinn, Leute. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr mehr von mir sehen wollt. Und supportet mich gerne. Das motiviert mich weiterhin, Videos zu machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Haut rein und ciao.